Ja, ein bisschen Stil habe ich auch. Und ich habe eben, wir saßen hier in der Gruppe und hatten wir so eine Idee und da entstand dann Folgendes draußen. Ich hatte einen Status bei mir im Facebook gepostet, der irgendwie offensichtlich ganz nett ankommt. Ich kann mal gerade aktualisieren, damit ich euch sagen kann, hier schon 25 Likes und schon 9-mal geteilt, allein von meiner Seite. Und zwar geht es um ein Spielchen, ein lustiges Spielchen für Webseiteninhaber, wie nennt man die noch, Webmaster. Webmaster, ne? Webmaster, auf den Plan. Ja. Und zwar geht es darum, mal einfach der GEZ ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken, aber nur ein bisschen, klitzekleines bisschen. Und zwar, wer mitspielen möchte, setzt ein Schreiben an die GEZ auf und stellt für jeden GEZ-Rechner, und zwar egal, ob mit dem Internet verbunden oder nicht, 17,50 Euro pro Monat in Rechnung, und zwar pro Domain. Weil mit diesen Rechnern ja genauso eventuell unsere Seiten angesurft werden könnten, wie mit Radios und Fernsehern öffentlich-rechtliche Sender. Das ist ja der Grund, warum man GEZ bezahlt, weil man eventuell öffentlich-rechtliches Fernsehen gucken könnte. Ja? Da sind die Privaten noch ehrlicher, die nennen das dann einfach Pay-TV, da bezahlst du, wenn du guckst. Ne, bei den öffentlich-rechtlichen, die so eher öffentlich-pflichtliche werden, musst du bezahlen. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, ja, da gibt es jetzt ab Anfang nächstes Jahr, ist es geplant, neue Gesetze, nicht wahr, wo es dann, glaube ich, 17,50 Euro im Monat für jeden kostet, egal, ob er einen Fernseher hat oder nicht, oder ein Radio oder ein Computer oder irgendwas. Und es ist noch nicht mal mehr eine Befreiung für Hartz IV oder so vorgesehen. Es muss dann wirklich jeder zahlen. Jeder, der irgendwo wohnt, muss dann GEZ zahlen. Ja, und weil wir darauf, weil das viele Leute noch nicht wissen, auch ein wenig aufmerksam machen wollten, haben wir gedacht, wir rufen nochmal ein kleines Spielchen auf den Plan und machen das hier. Und ich denke, wenn nur 100 solcher Rechnungen bei denen eingehen dürften, die GEZ-Sklaven an entsprechender Stelle etwas Nettes zu tun haben. Ja, sollen sie mal was tun für ihr Geld. So, und vergesst dabei nicht, 2 Wochen Frist einzuräumen und nach Ablauf dieser 2 Wochen Mahnungen zu schreiben und mit dem Anwalt zu drohen. Ja, wir spielen genau das gleiche Spiel, was die mit uns spielen, nur spielen wir es halt eben jetzt nach, also wir machen das jetzt genauso wie die, ja. Aber seht es bitte explizit als Spiel, habe ich noch darunter geschrieben, das hier hat nichts mehr mit Kampf zu tun. Letztlich geht es um umsetzbare Möglichkeiten, einfach mal was anders zu machen. Und zwar in dem Fall wirklich einfach anders als irgendwelche Drohbriefe von der GEZ mit Folgeleisten zu beantworten und das Geld zu überweisen, was die haben wollen. Können wir ja gerne machen. Webseiteninhaber haben jetzt auch noch die Möglichkeit, sich von der GEZ was zurückzuholen. Ja, einfach, man muss es einfach mal machen. Ne? So, und ich habe mir gedacht, ich mache noch ein Video rüber, kriegen noch mehr Leute davon mit und wir machen da nicht große Aktionen drauf. Wir hatten eben überlegt, ob wir einen bestimmten Tag ansetzen sollen und das ist aber gar nicht nötig. So, die brauchen nicht 250 an einem Brief an einem Tag zu bekommen. Das reicht, wenn die ausreichend Briefe in der nächsten Zeit bekommen. Ja, vor allen Dingen dann, also die ersten Briefe können sie ja vielleicht noch zerreißen. Wenn es dann mehr werden, werden sie sich das wahrscheinlich überlegen, wenn dann die ersten Briefe kommen, wo Mahnung draufsteht und mit Anwalt und Gericht gedroht wird, dann werden die das wahrscheinlich nicht mehr einfach so schnell unter den Tisch fallen lassen. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Na? Ja. So. Können wir denen demnächst Russen auf den Hals schicken. Ja. So, vielen lieben Dank. Wollte schon mal losgeworden sein. Viel Spaß beim Spielen. Und wer noch Ideen hat... Achso, was ich noch sagen wollte. Die Idee kam gerade nicht wirklich frisch. Es war eine Erinnerung. Ich habe das 2007 tatsächlich schon so gemacht. Und habe seitdem nichts mehr von der GEZ gehört. Das wollte ich noch als Bonus erwähnen. Ja, ich habe seitdem wirklich nichts mehr von der GEZ gehört, seit 2007. Seitdem ich mit diesem Ding gekommen bin, den Brief geschrieben habe und gesagt habe, hier, das und das kriege ich von euch, weil so und so. Nichts mehr gehört. Bis bald und
gehabt euch wohl und ich mache bald noch ein Video. Ne? Natürlich.